bisschen über 40 PS, die wir mehr haben. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video sind wir bei HG. Und zwar wird gerade meine Abgasanlage getauscht. Das ist die alte, das ist eine originale GTI-Abgasanlage. Die wurde von BK Performance noch ein bisschen modifiziert. Aber das reicht mir vom Sound her und so weiter lange nicht mehr. Wir wollen noch ein bisschen Leistung fahren demnächst. Und deswegen kommt jetzt was ganz Spezielles, beziehungsweise eine Ego X 3,5 Zoll Abgasanlage. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze so funktioniert. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, wo ich hier reinlatsche. Ich freue mich übelst. Wird vom Klang her wahrscheinlich richtig geil. Mit den Endrohren, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was da dran kommt. Da zeige ich euch nachher mal eine kleine Auswahl und ihr könnt dann einfach mal zum Beispiel unten in die Videobeschreibung, in die Videokommentare schreiben, wofür ihr euch entschieden hättet. Hier wird jetzt gerade Kabel gelegt für? Unterdruckleitung wird gelegt für die Klappensteuerung. Okay. Damit deine Unterdruckklappe dann nachher auch funktioniert. Wie viele Anlagen macht ihr hier so pro Tag? Ich habe eigentlich pro Tag 2 Ego X Anlagen. Mehr nicht, aber 2x Ego kann man eigentlich sagen. Ich gar nicht gedacht, dass dann doch so viel sind. Also ich hätte gedacht, maximal eine, wenn überhaupt. Nein, also eigentlich, das ist immer unterschiedlich natürlich. Wir haben auch mal Wochen, wo wir vielleicht 3 Egos in der Woche machen. Aber das ist eben so jetzt zur Zeit. Und jetzt gleich kommt noch ein Audi S3 8V mit Ego X, Druckrohre und ein bisschen Kleinkram. Der kriegt auch noch Software. Gestern hatten wir einen Komplettumbau, TCR, Ego X, Ladeluftkühler, Ansaugung, Fahrwerk, nee, du musst ein Stück weiter raus. Irgendwie. Oh, sieht schon verdammt sexy aus. Du sagtest vorhin, das ist die Druckrohrleitung für. Unterdruckleitung. Oder Unterdruckleitung für die Klappe. Für die Klappe. Wo nimmt man den Druck denn her? Den Unterdruck nehmen wir nachher von deiner Vakuumpumpe, die an deinem Motor angeschraubt ist. Von der nehmen wir das ab. Da ist serienmäßig auch ein Abgang, wo wir im Unterdruck, also Unterdruck abgegriffen wird vom Wertausschub. Und da gehen wir einfach mit einem T-Stück dazwischen, Rückschlagventil dazwischen. Und da gehen wir dann ran und greifen uns den Unterdruck bei deinem Auto ab. Und das kann ich dann aber über einen Fahrmodi oder sowas dann. Das kannst du über die Fahrmodis kannst du das steuern. Also über dein Drive Select, wie du denn eben fahren möchtest. Da ist auch ein Taster mit bei, worüber du auch eben über Betätigen des Tasters zwischen Sport und Komfort umschalten könntest. Mhm. Und das kannst du aber auch über die Farbprofilauswahl bei deinem Auto auch machen. Ja, und dann habe ich gehört, seid ihr auch noch dabei, das über eine App irgendwann mal machen zu lassen, ne? Genau, wir sind dabei, dass das mit App-Steuerung ist. Darum kümmert sich der Christian, der hier mit unterm Auto steht. Der ist nämlich was denkt ihr, wie lange könnte sowas dauern, bis das fertig ist? Oder ist das momentan? Ich glaube, momentan sind wir da noch gar nicht.
spruchreif von dem, wann es fertig ist. Okay, aber zumindest seid ihr dabei. Wir sind dabei. Ja, es wird kommen. So? Ja, ich habe mich jetzt doch entschieden. Und zwar hatte ich ja vorher, haben ja immer ganz viele Leute gefragt, die Alus 114 mm Carbon-Endrohre dran. Und jetzt kommen einfach wieder 114 mm Carbon von der Bolex drunter, ne? Ganz schick. Ich hatte erst die Ovalen im Auge, aber die passen mit dem Heck hier nicht so wirklich. Und ja, deswegen werden es jetzt die. Ist dann halt die Optik von vorher, aber natürlich von der Klangkulisse ein bisschen was anderes. Ja, guck mal. Das sind die Ovalen. Das passt. Es sieht zwar cool aus, aber es passt halt nicht zum Heck, ne? Können wir die nochmal drunter halten? Natürlich. Ja, das ist. Das sind jetzt 100er. Ach, das sind 100er? Das sind 100er, die 114er kommen gleich. Perfekt. Da sind wir für sowas immer gern zu haben, damit der Kunde das sehen kann. Vor allem, was ich ganz cool finde, wir hatten bei mir hier das schwarz gemacht, damit man den Topf nicht so sieht, noch damals im Dieselmodus. Aber so ist schon echt verdammt sexy, ne? Das ist. Aber die ist auch ein bisschen tiefer als die originale GTI-Abgasanlage, kann das sein? Die originale GTI-Abgasanlage ist so. Oh ja, verstehe. Also von der Höhe, wenn du jetzt hier einfach mal von der Seite guckst, sind wir oben schon am Unterboden, also an deiner Kofferraumwanne schon fast komplett dran. Mhm. So, daher, wir sind einfach von den Dämpfern her, sind wir einfach viel größer als jetzt die originale GTI-Abgasanlage. Ja. Bin ich ja ganz froh, dass ich dann doch nicht mehr ganz so tief fahre. Das Video habt ihr noch gar nicht gesehen. Und zwar ist hier jetzt gerade aktuell verbaut. Könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr nicht. Ihr seht es im Video. Also ich zeige euch, das Video bekommt ihr noch zu sehen. Ich habe da jetzt aktuell ein H&R Trackday-Fahrwerk drin, extra für Rennstrecke. Weil das Ganze geht ja halt so ein bisschen in die Racing-Optik und soll natürlich nicht nur so aussehen, als wenn er was kann, sondern er soll auch was können. Und ich hatte ja vorher das TA Technics drin. Das konnte halt nichts außer tief. Das geht jetzt nicht mehr so tief, das Fahrwerk. Könnt ihr mal sehen. Der war ja vorher, war das ja bis hier, würde ich sagen, eingefedert und auch vorne. Warte, wenn wir mal vorne gucken. Ist jetzt so ein bisschen Bus-Style, aber dafür ist die Performance um einiges besser, wirklich, wirklich um einiges besser. Tada! Ja. Sieht schon um einiges besser aus, ne? Ja. Geil. Das ist denn schon das, genau so, was du dir vorstellst. Ja, perfekt. Was für ein Baujahr ist das hier? 2017, Oktober 2017. Okay. Ist noch nicht so alt. Wie spät haben wir es denn? Ist schon 9:30? 9. 9? Ach stimmt, wir haben ein bisschen früher angefangen. Aber letztlich habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja das kleinste Problem. Soll das schnell? Ja. Ja, bis auf den unteren Teil sieht man ja so erstmal keine Veränderung. Ne? Weil ich hatte ja, habe ich schon, eben schon im Video gesagt, hatte ich die 114 mm von Alus in Carbon ja eh schon drauf. Mhm. Aber das hier ist natürlich ultra sexy. Ich hatte das vorher bei der Abgasanlage vom, also die GTI-Abgasanlage, da haben wir das extra schwarz gemacht, damit es nicht so auffällig ist. Ja, ja. Aber hier schon geil. Ja, kann man dann ruhig zeigen, ne? Kann man ruhig zeigen, ja. Ja, denke ich auch. Ich bin mega auf diesen Klang gespannt. Ja. Ich kenne die zwar vom Originalen eher, sage ich mal. Es wird sich natürlich wahrscheinlich einfach anders genau anhören, weil wir jetzt ja praktisch Air-Konstellation mit GTI-Anlage drunter haben. Ne? Das ist jetzt ja praktisch der Unterschied.
Okay. Er wäre ja dann durch die Rohrführung auch in 3,5 Zoll gebaut, also 89 mm. Beim GDI sind wir dann auf 76, was aber auch für die Leistung, die du nachher fahren willst, vollkommen ausreichend wird. Mhm, okay. Ich sag mal, so kann er immer so als Hausformel sagen, 550, 600 PS geht mit einem 3 Zoll Rohr noch ohne Probleme. Mhm. Na, weil er keine Kammern irgendwo im Endstand einfach aufbaut. Also das ist jetzt 3 Zoll, und aber R-Abgasanlage wäre 3,5? R-Abgasanlage wäre 3,5, ja. Mhm, genau. Okay, okay. Kann sein, dass ich das eben im Video ganz kurz falsch gesagt habe. Ja, kann passieren. Aber jetzt wisst ihr es. Ich glaube nicht, dass das schlimm sein wird, ja. Nein. Ja, aber ansonsten, ne, ist halt nirgendwo eine Kammer drin, sondern wirklich nur durchgehende Siebrohre im Mittelschalldämpfer, so wie in den Endschalldämpfern. Mhm. Endschalldämpfer teilt sich dann auch von 1x76 auf 2x63. Die rechte Seite ist eigentlich ja auch kein Schalldämpfer, sondern nur eine Attrappe, damit das Ganze symmetrisch von hinten aussieht. Weil optisch gesehen wird es natürlich auf gut Deutsch scheiße aussehen, hätten wir jetzt hier links einen Schalldämpfer drin und rechts wird nur ein Rohr drin. Ja, ich verstehe. Na, wenn du dann hinter dem Auto fährst und es sieht unsymmetrisch aus, deswegen haben wir gesagt, wir setzen auf die rechte Seite trotzdem einen Schalldämpfer. Der hat zwar Dämmwolle drin, aber innen geht ein durchgehendes Rohr durch. Also das ändert am Klang eigentlich gar nichts. Und das macht dem TÜV auch nichts, der weiß sowas. Das ist so komplett in der ECE-Genehmigung auch einzusehen, ja, dass diese rechte Seite nur eine Attrappe ist. ECE-Genehmigung heißt, dass die Abgasanlage ja TÜV-frei ist, ne? Genau, eintragungsfrei, brauchst du nicht abnehmen lassen. Ja, die Ansaugung, habt ihr in einem Video schon mal gesehen, habe ich auch drin. Wenn ihr breite Kotflügel fahrt und keine Radtauschhallen reinmacht, weil sie nicht passen und ihr es nicht hinbekommt, die passend zu machen, dann sieht euer Motorraum nach jeder Wäsche 5 Kilometer später wieder genauso aus. Also gut überlegen. Was machst du da? Wir bauen jetzt hier das Bolixtronic-Steuergerät ein. Dazu müssen wir halt den Canmus, der ist bei sämtlichen MQB-Bodengruppen hier unten im Bereich des Fußraums. Na, dann benötigen wir noch ein bisschen Strom. Den kriegen wir natürlich hier vom Sicherungskasten. Ja, und dann brauchen wir nur noch ein Kabel in den Motorraum ziehen, der das Magnetventil ansteuert, was dann den Unterdruck für die Auspuffklappe freigibt. Krass. Das hört sich so einfach an, ich hätte es niemals selbst hinbekommen. Es ist aber wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Ja gut, ihr habt ja auch Erfahrung, ne? Der das schon mal gesehen hat oder sich ein bisschen mit Elektrik auskennt, der bekommt das relativ einfach hin. Na, also hier finden wir den Canbus in dem Falle. Na, das ist bei den VW-Fahrzeugen immer Pin 1 und Pin 2. Das haben wir hier bei unseren Anlagen schon sehr weit nach vorne getrieben. Das heißt, wir trennen überhaupt keine originalen Kabelbäume mehr. Wir haben das alles nur noch mit Steckern gemacht. Also echt Plug and Play? Prinzipiell fast Plug and Play. Und da macht es auch keinen Unterschied, dass das hier mal ein Diesel war? Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Na, jetzt müssen wir noch einmal kurz darauf achten, dass wir hier nichts vertauschen von den Kabeln. So, das war der erste Teil. Ach, das ist so ein ganzer Kabelbaum. Das ist vorgefertigter Kabelbaum, der dann auch dementsprechend beschriftet ist mit allen Bauteilen, ne, wo was drankommt. Ne, wir bereiten uns das meistens dann immer vor. Wir machen das nur jeden Tag und sehr, sehr häufig. Was würdest du sagen, jemand, der das nicht täglich macht, sondern ein Endverbraucher, wie lange würde er brauchen, um so eine Abgasanlage zu montieren? Also die Abgasanlage selber, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, braucht man so als Profi vielleicht eine gute Stunde, anderthalb. Nur so als Laie ohne Hebebühne würde ich mal mit 2, 2,5 Stunden rechnen. Na, und Elektrik gehe ich mal von noch ungefähr eine Stunde aus. Mhm. Wirklich in Ruhe, ohne halt Stress zu machen. So, hier haben wir dann jetzt das Canbus, was wir eben gerade rausgenommen haben. Na, da haben wir halt hier auch wieder die originalen Stecker dran. Steht überall drauf, wo was hingehört. Die kommen dann einfach nur. In die originalen Steckplätze wieder rein. Tja, das ist ja echt einfach. Wird das Ganze hier nur zusammengesteckt.
gesichert und somit sind wir damit Canbus komplett fertig. Und woher das Ganze kann ich ja dann über den Fahrmodi auswählen. Richtig, da kommen wir gleich zu. Ach so. Das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn ich dir zeige, wenn wir das gleich auswählen können. Mhm, dann können wir das visualisieren. Alles. Na, jetzt haben wir hier so einen Sicherungshalter zum Abgreifen von Strom. Also wir müssen wirklich kein Serienkabel mehr anschneiden. Das ist also auch komplett rückrüstbar, wenn man das Fahrzeug irgendwann mal wieder zurückgeben sollte. Ja, das ist in meinem Fall eher schlecht. Also ich könnte den zwar mal versuchen, bei VW auf den Hof zu stellen, aber... Ich glaube auch, dass sie den nicht annehmen werden dann. So, in dem Fall, wir wissen es schon, aber das ist die Sicherung vom Zigarettenanzünder, die ich jetzt hier entferne. Ich versuche euch das hier mal ein bisschen zu zeigen. So, und das war dann der Stromanschluss. Jetzt brauchen wir nur noch hier unten den Masseanschluss, also sprich die Fahrzeugmasse. Da ist hier unten ein kleiner Massestern. Ja, gleich. Jetzt ist nur noch ein Kabel, das ist für das Magnetventil, was den Unterdruckfluss zur Abgasanlage steuert. Da gibt es hier im Fahrerfußraum einige Durchgänge, die wir dafür nutzen können. So, du hast jetzt gerade einen Draht geholt. Genau, damit wir das einfacher haben, die Kabel von hier in den Motorraum zu bekommen. Bei einigen Fahrzeugen gibt es da dementsprechend Blindstopfen, ne, um dann dort das Kabel noch einfacher durchzuführen. Hat dein Fahrzeug jetzt in dem Falle nicht, wahrscheinlich, weil es ja ein Umbauwagen ist. Und ja, jetzt binden wir uns einfach das Kabel an ein Stück Zuchtdraht an, damit wir dann einfacher nach vorne in den Motorraum kommen. Also hast du das hier durchgesteckt? Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Gerade, noch ein Stück zurück hier. Weiter. Zurück. Gut. Vorsichtig! Ich mach doch gar nichts, Mann. Guck dir doch, wenn man es ordentlich zusammenklebt, geht es. So, jetzt. So, da ist das Kabel. Da ist das Kabel, was wir brauchen für das Taktventil. Damit die Ansteuerung. Genau, das ist das Taktventil. Genau. Jetzt verlegen wir das Kabel fürs Taktventil, damit deine Bolextronic eben so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Parallel habe ich schon den Unterdruck verlegt gehabt, wird hier abgegriffen. Hier ist deine Vakuumpumpe, die eben für den Bremskraftverstärker den Unterdruck erzeugt. Und dann verlegen wir einfach mal das Kabel. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt. Das stellen sich alle Leute schwieriger vor. Aber wenn man nicht unbedingt zwei linke Hände hat, selbst unsere Einbauleitung, die wir eben den Kunden auch mitgeben, wenn sie die Abgasanlage kaufen, erklären eben fast jeden Schritt, den man jetzt eben machen muss, damit die Abgasanlage eingebaut werden kann. Schon geil und echt fix. Ich habe das Gefühl, ich habe kaum Material gesammelt. Aber es ging hier echt verdammt schnell.
So, wir machen jetzt hier nochmal eine Messung auf dem Prüfstand. Und zwar wollen wir jetzt nicht irgendwie Leistung machen oder so. Das macht ja MTR. Wir wollen einfach nur mal gucken, weil wir gerade einen Prüfstand hier haben, was hier ja, die Abgasanlage jetzt gebracht hat. Wir waren ja auf dem Prüfstand von SAR, waren wir bei 378, irgendwas, also 379 PS. Und wir gucken jetzt einfach mal, was hier so rauskommt. Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein, so, aber ein bisschen geht da, glaube ich, schon. Mal gucken. So, hier haben wir dein Ergebnis. Einmal auf schwarz auf weiß, 421 PS mit 559 Newtonmeter. Das ist ganz okay, oder? Da kann man schon mal mit spielen, glaube ich. Das sind wie viel PS mehr? Warte, was hatte ich vorher? 379. 379, ja, dann sind wir bei zwischen über 40 PS, die wir mehr haben. Jetzt ist natürlich die Sache, bei welchen Umgebungstemperaturen du das letzte Mal gemessen wurdest. Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, das ist, wir haben jetzt heute, haben wir eine Ansaugluft von 21 Grad, eine Umgebungstemperatur von 23 Grad ist natürlich schon relativ okay. Wenn du jetzt letztes Jahr oder das letzte Mal im Sommer gemessen wurdest, bei irgendwie Mitte der 30 Grad oder so, dann... Nee, so warm war es nicht, weil das war im Januar oder Februar. Nee, im Februar. So gut denn. Aber die Ergebnisse zeigen, glaube ich, dass das ganz geil ist. Was ja, ist echt cool. Also nur nochmal 421 PS Frontantrieb. Mit High-Performance Achillesreifen. Das macht bestimmt Spaß. Ja, das geil. Was, wie fährst du dich auf dem Prüfstand? Ganz gut, oder? Natürlich. Prüfstand 270 auf dem Prüfstand fahren ist immer total toll. Bin ich mal gespannt, weil ich hatte vorher, also bevor die Abgasanlage umgebaut wurde, bin ich GPS 296 gefahren. Ob ich die 300 schaffe? Denke schon. Wir werden es in irgendeinem Video bestimmt mal auf offener Strecke und bei schönem Wetter sehen. Jetzt machen wir einmal nochmal für euch Sound. Ich werde das aber nochmal draußen, speziell wenn es ein bisschen wärmer wird und so weiter, werde ich da nochmal darauf eingehen. Ich habe auch schon eine Aufnahme, allerdings nur mit dem Handy gemacht, wie sich das Ding vorher anhört. Aber hört einfach mal, wie sich das Ding ja, jetzt anhört. Bitte! Geil, oder? Richtig geil. Ja, das ist schon verdammt geil. Richtig geil. Endlich mal vernünftigen Sound in der Bude. Jetzt nicht nur vernünftiger Motor drin, okay, kein 5-Zylinder. Ist zwar immer noch kein 5-Zylinder, aber ist jetzt dem Aussehen entsprechend, der Leistung entsprechend, auch der Klang entsprechend. Übelst geil. Ich bin richtig zufrieden. Könnt ihr mal unten in die Videokommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich bin mega glücklich. Vor allen Dingen 421 PS. Schon brutal geil. So. Wir sind fertig. Übelst geil. Wie gesagt, ihr bekommt nochmal richtige Fahraufnahmen, wenn wir zum Beispiel mal auf dem Bilzer Berg sind oder. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall muss das Wetter halt toll sein, damit wir draußen fahren können, ohne dass das Equipment gleich geschrottet wird durch Regen. Ich bin übelst zufrieden. Finde ich richtig geil. Das, also nicht nur die Mehrleistung, sondern auch den Klang. Ist natürlich um Welten ein Unterschied jetzt. Ich bin gespannt, wie das sich mit den Reifen fährt, die Mehrleistung. Wie die Abgasanlage im Straßenverkehr klingt. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke Jungs, alle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.